Recht herzlich willkommen zur 133. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir, ich glaube, im Floto noch den letzten Bus gemacht, der da vielleicht noch hin musste. Und ja, das war Wechselhaltestelle, ne? Wir sind hier so. Hier sind 311. Und 20 nach Waldeck. Waldeck, nicht Waldeck. Die Breite nach Waldeck. Ist das nicht die Wechselhaltestelle? Da steht sowieso keiner. Das ist sehr interessant. Wo ist denn die Wechselhaltestelle? Ach, warte, wir haben ja nur Pause drin. Die müssen wir erstmal rausmachen. Welcher Bus fährt denn da hin und her? Der da? Das ist der Fernbus Floto Waldeck. Jetzt haben wir gerade einen Fahrplan. Floto Waldeck. Ephraim Waldeck. Ahorn. Ja, das ist das Große da. Okay, dann kannst du weiterfahren. Na, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Also hier kommen sie weg. Aber alle wollen nach Waldeck. Das bedeutet, in Waldeck ist ein Defizit von einem Bus oder so. Ja, kann das sein? Warum fährt denn der jetzt zurück? Ach so, weil er da wahrscheinlich erst hinfährt, ne? Ja. Also die Bushaltestelle war ja leer. Wie sieht es hier aus? Oh, da sind auch zu viele. Ich glaube, wir brauchen einen Bus intern hier noch. Ja, kann das sein? Hier ist nichts, okay. Da sind aber schon 6er. Und der fährt da noch hin. Okay, er hat auch alle mitgenommen. So, nur gerade gucken, wie viel er mit hat. Nein, das war falsch. Das ist richtig. 19 von 92, okay. Der fährt jetzt noch da oben, oder? Da stehen 2 Passagiere. Den nimmt er jetzt auch noch mit. Die sind schon weg. So, und dann kommt die Reise hier hin. Und da stehen 23 Passagiere. Die kann er aber auch mitnehmen. Jetzt schon wieder einer was gebracht, richtig? Ja. Floto Efeuweg steht hier jetzt nur einer. Und 52 stehen da auch noch. Aber da kommt schon der nächste. Also er ist jetzt wo? Ist da unten. So, jetzt kommt der Fernbus und nimmt alle mit, die nach Floto wollten. Aber wir haben immer noch 297 hier stehen. Da stehen 19 an welcher Stelle? Da, okay. Sogar 27 jetzt. Da werden immer mehr, ne? Hier stehen eine Person, okay. Und da stehen 40 Personen. Ich glaube, wir setzen da definitiv nur einen mehr drauf. Einmal statt bloß Floto, bitte. Und zwar da. Nee, Waldeck, nicht Floto. So, der fährt. Und gucken wir. Gucken wir, wie der fährt, ne? Also hier ist alles im grünen Bereich noch. Hier unten haben wir geguckt. Hier oben werden zwar Straßen gebaut, aber kommt gerade noch nichts hin. Der Rest ist abgedeckt. Dann müssen wir mal so nach Hause wieder. Können wir da nochmal gucken. Aber haben wir letztes Mal auch alles gemacht, ne? Hier ist auch alles toll. So, hier wird fleißig gebaut, wie wir sehen. Aber wir haben alles abgedeckt. Das ist noch da drin. Ja, hier die Straße ist auch am Rand. Gut, passt. So. Nochmal nach Waldeck. Wo ist Waldeck? Da. Wo
Fuß kommt jetzt an gleich, oder? Ja, ist er da unten. Ist die Frage, wo er anfängt, keine Ahnung. Weil der wechselt über Straße, das ist ja auch Blödsinn, dass er da anfängt, ne? Der soll meine Ahornallee an Ahorngasse oder weiß ich, wie es heißt, anfangen, ne? Damit er gleich mit voll losfahren kann. Hä? Ahorn. So, jetzt aber. So, jetzt ist er nämlich voll. Jetzt stehen hier nur noch 200 Leute. Achso, jetzt fährt er von da nach da und dann nach da wahrscheinlich, oder? Müssen wir mal gerade kurz gucken. Er wird hier sogar 5 Leute los. Keiner wollte mitfahren, weil auch keiner da ist, ne? Gut. Ja, der wird jetzt sowieso nur loswerden, weil die wollen ja alle wahrscheinlich hier umsetzen, ne? Ja, da ist jetzt der da. Genau. 13 sind wir los. Wo sind wir jetzt dann als nächstes? Das deutsche Rathaus sind 34 weniger, sind 75, 45 passt, ja. Er hat nur entladen, keinen aufgeladen. Jetzt das nächste ist dann die Gasse, 8 weniger, sind dann 37. Passt. Ja, er lädt auf jeden Fall keine ein. Jetzt hat er hier unten die Leute noch da drinnen. Gucken, ob er dann welche mitnehmen müsste eigentlich, weil er dann schon wieder auf dem Rückweg ist, ne? So, die sind weg. Und einer fährt schon mit. Jetzt kommt hier noch die Roggenstraße. Und dann füllt der Bus sich langsam. Vielleicht hier schon einen. Oh, 16 sind da eingestiegen. Alles klar. Da oben warten jetzt noch 180. Jetzt kommt er hier zur Rabengasse. Und dann nochmal ein paar gekriegt. Aber warten wir, die waren intern, ne? Da sind Intermärche gefahren, oder? Also innerstädtisch. Waren ja vorher 2 Zahlen. 46. Die Bellenstraße. War keiner. Fährt das zweimal an? Könnte sein, ne? Weiß ich jetzt nicht. Gucken wir mal gerade. Jetzt wird er hier unten zur Quecksilberstraße. Da hat aber nichts gemacht. Doch, da ist es. Okay. Nochmal 6 dazu. Ja, schauen wir mal, wie es jetzt nochmal die Wellenstraße gibt. Nein, doch, gibt es. Ja, und dann kriegt er nochmal voll wahrscheinlich. Gucken wir mal. 52. Ja, 88, 4 fehlen nur, ne? Der ist also voll. Macht die Linie. Es
Es gibt Busse, die da Plus fahren, also schwarze Zahlen fahren, aber nicht alle. Der ist zum Beispiel zum Ausmustern wahrscheinlich, ne? Fährt er jetzt lang da hinten? Der hat 54. Der hat 68 und die haben 92. Ich würde mal sagen, wir mustern die beiden aus und kaufen noch so einen dazu, oder? Kommt, zack, nicht laden. Der nochmal her. Auch nicht laden. Und nach Floto ins Depot neuen Nachzug. Holt einen großen Doppeldecker. Den hier. Und mal leck. Starten. Schließen. Das kann auf jeden Fall zu. Die sind jetzt noch beschäftigt hier, die beiden. Kann man ja auch hier so machen, ne? Ausmustern. Ausmustern. Dann passt das. Wenn die beiden leer sind, sind sie verschwunden. Der fährt zur Ahrenstraße, ist gleich da, dann war es das. Beide waren es das. Weg und weg. Gut. Wo ist er jetzt? Da hinten mit 82 Leuten. Wow. Die wollen alle hier unten hin. Krass. Jetzt nicht gedacht. Ja, 62, ne? Siebenundfünfzig zur Roggenstraße noch. Und fünf sind da eingestiegen. Naja, geht, ne? Ja, jetzt mal einen runtergenommen. Ne, zwei haben wir runtergenommen, einen dafür drauf. Ist die Frage, ob das passend war. Hier haben wir um die 180, 170 sind es jetzt noch. Müssen wir uns mal die Zahl merken im Endeffekt und gucken, dass wir in der nächsten Runde dann schauen, wie es da gelaufen ist, ne? Ja. So, und jetzt gehen wir mal hier lang. Da ist der nächste Bahnhof oder wie man es auch nennen will, ne? Beladung 100%. Warten ja alle drauf. Aber es ist gut frei hier, ne? Ach, jetzt haben wir hier keine Umstände, da war ja die Bahn eingerichtet. Da müssen wir gucken, wie viel hier stehen. Wo? Oh. 400 über Radolf Zell. 900 oder Floto. Ein Schiff fehlt dir immer noch, aber werden welche draufgesetzt, weiß ich. Aber die 400 über Radolf Zell und die 100, hier müsste definitiv noch ein Zug drauf. Hatten wir da nicht letztes Mal schon einen zweiten gesetzt, oder? Sollen wir gerade schnell gucken? Nee, da sind schon zwei drauf. Ich glaube, die mussten nur abgearbeitet werden noch, ne? Könnte das sein? Der holt ja jetzt, glaube ich, 200 da weg, ne? Töben, Floto, Altenau. Ja, gucken wir gerade, ne? Postsäcke, wo gehen die hin? 54 über Floto. Okay, der hat jetzt natürlich die... Ja.
Leute hier, um eine Geschichte zu sagen, die nach Flotte wollen. Aber hier sind 216, 151, ne? Wo ist der zweite Zug jetzt? Fährt hier. So, der kommt da ran. Und der darf als erstes fahren. Okay, dann muss der warten. Ist nicht schlimm, das passt. Gut, sind natürlich auch ziemlich gleichmäßig unterwegs, ne? Beide hintereinander weggefahren. Wir bestehen hier so. Aber hier geht das sogar diese Richtung, ne? Hier 120 rundweg nach Döbeln. Der Rest will intern verteilt werden sogar. Müssen wir mal die Busse angucken, die hier fahren, wie die ausgelastet sind, ne? Bus Radolfzell. Voll. Leer. Fährt denn da rum, dass der leer ist? Da, okay. Fährt hinter dem her im Endeffekt. Da gibt es dann keine Passagiere, ne? Ist natürlich eine Riesenzahl, die er ja miesen einfährt. Das ist ein anderer, der auch miese einfährt, ne? Und der hier, der geht noch. Wir haben alle kaum Gäste da drin, ne? Der ist ja sogar leer hier. Ist da einer zu viel? Den zum Depot schicken? Der fährt voll, ne? Und die anderen nicht. Der macht hier mal eine Leerfahrt. Der macht mal jetzt auch eine Depotfahrt. Passt schon dann, denke ich. Aber er ist jetzt voll hier. Ob wir da nicht aufnehmen können, dann da. Da stehen dann auch noch 6 Passagiere. So, da kommt jetzt der und der hat die dann mitgenommen. Ach so, jetzt mal den ausgemacht. Den wollten wir noch begucken. 5 und 7. 92. Also dieser wird jetzt voller, weil der ja schon voll ist. Ja, der hat jetzt hier noch 38. Und wo fährt der lang? Ich glaube jetzt noch direkt hinter dem hinterher sozusagen, ne? Wenn er jetzt hier lang fährt, dann sind sie wirklich hintereinander herfahrend. Jo. Das ist ja jetzt gar nicht verkehrt in dem Sinne. Dann sieht man nämlich, wie viel der hier voll wird. Ob sich der dann noch lohnt. Der hat jetzt 82. Okay, der hat 28. Ist der denn? Ja doch, passt schon. Der kriegt jetzt aber keine, weil der die alle hat. Und der räumt die letzte Runde auf, wo gar nichts zu holen ist.
Also den brauchen wir und den brauchen wir auch, aber den eher weniger. Jetzt ist der voll, jetzt kriegt er wieder einige dazu. Jetzt kriegt er nochmal den Hauptumschlagplatz da, glaub, ne? Jetzt ist er hier voll, wa? Ja, der ist jetzt auch voll. Das bedeutet, dass der jetzt hier das erste Mal richtig gleich noch was dazu kriegt, vielleicht. Der hat noch nicht angehalten, aber noch Querverkehr. Der ist sogar da voll geworden, glaubst du es nicht, oder? Ja, dann. 24, 23 und er fährt jetzt auch zu dem Bahnhof, oder wie? Ne, das ist noch nicht da. Wo ist das? Okay, und er ist alle losgeworden am Bahnhof. Ja. Die fahren jetzt direkt hintereinander her. 19, 23. Er hat hier keinen. Ja, der fährt jetzt dahin. Keinen ist klar, weil er direkt hinter dem ist. Auch wieder nix hier. Tja. Er hat den ersten eingeholt. Der ist voll jetzt. Der ist auch voll. Okay, dann gibt es jetzt wieder für ihn ja auch noch welche. Auch voll. Das heißt, hier am Bahnhof müssen noch reichlich Leute stehen. Ist nicht das, sondern das hier oben ist das, ne? Ja, okay, dann ist das so. Ja, da sind... Wir haben zwar den einen zurückgeschickt, aber ich glaube, den kannst du auch noch auf der Strecke lassen. Ich glaube, den holen wir wieder raus. Weil vom Bahnhof müssen die alle noch weg. Komm, nützt nix. Starte den wieder. Gut, lassen wir so. Adolf Zell ist erstmal soweit so gut. Machen wir in der nächsten Folge dann Altenau da oben und dann gucken wir weiter. So, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.